So, die nächste Folge von Let's Play Mass Effect 2 steht an. Folge 39. Muss ja kurz überlegen. Projekt Feuergänger, immer noch. Wir haben, glaube ich, noch zwei Missionen übrig im DC. Und ich würde sagen, das Nur die machen wir Hälfte jetzt. unseres Treibstoffs ist noch übrig. Also wir haben noch ein Projekt Feuergänger Geth und Protean-Jurin. Machen wir den Geth-Überfall als erstes. Bevor wir dann zum großen Grande Finale fliegen, denke ich mal. Projekt Overlord steht auch noch dran, an, aber das machen wir, wenn ich versuche ja immer so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Danach machen wir, glaube ich, erstmal wieder ein paar Hauptmissionen. Feuergänger auf Latesh. Ich habe eine Anomalie geortet. Latesh heißt in einem salarianischen Dialekt, es ist immer noch Winter und hat fast zur Besiedlung geeignete Temperaturen und große Wasservorräte. Aber es gibt kein Zeichen von Leben. Regelmäßige Ausbrüche von Supervulkanen auf der Südhalbkugel haben die Sonne verfinstert und zu einem noch frostigeren Klima als sonst geführt. Okay. Das war einfach. Starte Sonde. Die Scanner haben etwas gefunden. Planetenscans haben das Signal von Sensorkapseln empfangen, die auf der Oberfläche zurückgelassen wurden. Die Kapseln enthalten möglicherweise wertvolle Daten. Warnung: Oberflächentemperatur ist extrem niedrig. Empfehle den Hämmer, so wenig wie möglich der Kälte auszusetzen. Ach du Scheiße. Ja, da bin ich immer gespannt, was sich da haben einfallen lassen. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein DC, den ich nicht gespielt habe. In meinen ganzen Durchgängen. Bin mir aber nicht sicher. Weil ich glaube, der Hammer kommt später nochmal zum Einsatz im anderen DLC. Ich glaube, Overlord, ja, ich glaube, im Overlord DLC kommt er nochmal. Oh, ich bin ja Level Up. Ja, dann verbessern wir den Betäubungsschuss. Weiter geht's. Soundtrack. Ist das geil, das ist echt cool. Oh mein Gott, was ist denn da hinten los? Hindernis geortet.
Temperatur unterhalb der empfohlenen Parameter. Oh fuck. Wah! Hindernis geortet. Ziel erreicht. Was ist denn das? Da sind die Geth irgendwie unterwegs und machen irgendeinen Quatsch. Okay, das ist ein bisschen schade, dass man da nicht Daten beschafft. Ja, das war ein bisschen sehr kurz. Machen wir gleich weiter. Vielleicht sogar schon das Grande Finale des DLCs. Ich fand den echt cool. Eine nette Idee. DLCs sind ja auch mal so ein bisschen der Baukasten für neue Ideen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Daten zur Atmosphäre erhalten. Commander, ein überaus fähiges Team analysiert derzeit die von Ihnen beschafften Daten über die GAF-Forschung zur Veränderung der Atmosphäre. Hoffentlich können wir daraus neue Methoden des Terraforms für künftige Kolonien ableiten. Die Tech in den Sendern enthielt auch Innovationen auf dem Gebiet der Kommunikation und wird uns dabei helfen, bessere Systeme zur Unterdrückung des atmosphärischen Rauschens zu entwickeln. Es gibt auf diesem Planeten keine Anzeichen proteanischer Aktivitäten. Okay. Ja, dann mal weiter im Text. Wir müssen Dr. Casey finden. Und Dr. Olua. Wie auch immer. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Proteanische Ruine. Jetzt bin ich gespannt. Wie ein Filzebogen bin ich gespannt. Hopplos-System. Coppice. Ich habe eine Anomalie geortet. Coppice, der größte Mond von Makaira, ist ein unwirtlicher Ort mit extrem dünner Atmosphäre. Seine Kruste besteht größtenteils aus Quarz und es gibt keine Anzeichen von Wasser. Wie bei seinem Planeten, verhindert nur die hohe Albedo ein totales Inferno, und wenn Makaira ihn verdeckt, ist die Temperatur fast schon erträglich. Die geringe Gravitation lässt sich durch ein Masseneffektfeld im Flugzeug oder Anzug so weit ausgleichen, dass eine bequeme Erkundung möglich wird. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Proteanische Artefakte auf der Planetenoberfläche geordnet. Artefaktstätte wird von starken Energiebarrieren geschützt. Scans haben stillgelegte mechanische Signaturen registriert, die zu versteckten automatischen Verteidigungsmechanismen passen. Okay. Auf einem Mond versteckt. Ach, ich mag dieses Universum einfach. Ich freue mich so tierisch auf Mass Effect Andromeda. So unglaublich tierisch. Ich hoffe, dass ich bis dahin fertig werde mit Mass Effect. Ist ja nicht mal allzu lange hin. Aber ich denke mal schon. Raketendrohnen.
verringert. Das reicht nicht bis da hoch. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Ich bin jetzt aber gespannt. Indianische Ruinen. Oh Mann! Okay, dann haben wir abgestellt. Ein dicker, ekliger Käfer. Ach du Scheiße, das fängt schon wieder gut an. Ist das eine Leiche? Ja. Die Blue Suns, so wie ich das sehe. Okay. Die Fundstätte ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Feind die Zeit. Trotz der zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns konnten wir den Schild gerade noch aktivieren, bevor die Gav aufgetaucht sind. Woher wissen Sie über unsere Aktion fast früher Bescheid als wir selbst? Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu Ihnen? Ich muss herausfinden, wie Sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. O'Loy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Hört sich nach Verrat an alles. Und da sind noch mehr tote Typen, Tagebuch. Dr. O'Loy muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe O'Loy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Okay, also Dr. O'Loy hat die verraten. Aber wer hat dann hier die Typen alle umgelegt? Galileo, Shep, Sheppy Normilio ermittelt. Ja, doof, ich weiß. Es hört sich nach Reaper-Technologie irgendwie alles an hier. Das könnte nützlich sein. Ah, biotischer Schaden, nice. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Oh, verdammt. Also doch, Reaper Tech. Wie erwartet. Weiß und Orange. Verdammt. Orange und Weiß und Blau. Thank you.
Oh, das ist die... Das kennen wir aus Mass Effect 1 noch. Diese komische Kugel, die wir gesehen haben. Okay, das wird interessant. Ach du Schande. Dr. Casey würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Es hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Helen. Um deine Sicherheit zu gewährleisten. Die verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diesen proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert Oloy. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Zwier. Forschungsstation von Dr. Casey gefunden, proteanisches Artefakt sichergestellt. Was ist dieses proteanische Artefakt jetzt? Das ist genau dieselbe Kugel, die wir auch in Mass Effect 1 gefunden hatten. Wo da uns dann so eine geile Geschichte per Text mitgeliefert wurde. Ja, gucken wir mal, vielleicht gibt es ja noch ein paar Informationen per E-Mail. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Frage ist jetzt, wo ist der Dr. Casey hin? Sie sind zu klein. Von Morlin. Es tut mir leid, aber ich verlasse dich für einen Kroganer, weil du für deine Spezies nicht besonders großzügig ausgestattet bist. Haben Sie Angst vor diesem Satz? Morlins berühmter Online-Shop verkauft zahlreiche Lösungen dieses Problems, ohne die Einschränkungen der Handelsgesetze der Citadel. Ob nun Hormonpräparate, kybernetische Vergrößerung oder gembiotische Xeno-Umgestaltungen. Morlin hat ein großes Angebot wonne-spendender Produkte. Alle Spezies und Geschlechter bestellen online bei Morlins berühmter Extranet-Site. Direkt über dem Hotlink dieser Nachricht. In Klammern Produktverfügbarkeit abhängig vom örtlichen Handelsgesetzen. Produkte mit Element Zero haben höhere Versandkosten. Keine Lieferung nach Omega, kroganische Fortpflanzungsorgane nicht erhältlich, weitere Einschränkungen möglich. Warum kriegen wir denn von Morlin Werbung? Arsch. Therapie. Von Orla Han. Shepard, Sie sagen, Sie seien am Leben, hätten den Tod überlistet. Dass diese Nachricht nicht nur ein sinnloser Teil meiner Therapie wäre. Sie sagen viele Sachen. Ich lebe noch. Sie ist immer noch tot. Ich habe gehört, Sie haben Benicia getötet. Gut gemacht. Noch eine Frau, an deren Tod ich beteiligt war, falls meine Informationen dabei geholfen haben. Sie wollen, dass ich Ihnen danke. Wären Sie nicht aufgetaucht, hätten uns die Rachni alle umgebracht. Und das wäre auch gut so gewesen. Auch gut so gewesen. Okay, schöner Deutsch. Warum ich und nicht Sie? Warum sind Sie nicht früher aufgetaucht? Sie glauben, Sie kriegen mich wieder hin. Aber vielleicht sind sie gar nicht zurückgekehrt. Vielleicht bin ich gestorben. Vielleicht habe ich diese Tür gar nicht rechtzeitig geschlossen. Vielleicht habe ich sie offen gehalten, um ihre eine Chance zu geben. Und dann hat der Rachen in meinen Anzug aufgerissen und ich wurde dort auf Gipfel 15 verstrahlt. Vielleicht bin ich ein Märtyrer und das ist nur eine schreckliche Halluzination vor einem wunderbaren Leben nach dem Tod. Aber falls nicht, dann danke, Hanula. Hanula war, glaube ich, einer der Wissenschaftler auf Gipfel 15. Der sich Vorwürfe gemacht hat, weil er sich gerettet hat und die Wissenschaftler nicht, weil er die Tür zugesperrt hat und die anderen dann von den Rachen zerfetzt wurden. Eieiei. Historische Entdeckung.
Der Energieschub, der mit ihrer Beschaffung des proteanischen Artefakts zusammenfiel, enthielt verschlüsselte Informationen. Die meisten Daten konnten wir nicht auffangen. Aber was wir entschlüsselt haben, eröffnet uns neue Wege in der Forschung von Energieumwandlung und Biotik. Die Wissenschaft wird damit noch Jahre beschäftigt sein. Den Daten zufolge ist das Objekt derzeit inaktiv und stellt keine Gefahr dar. Allerdings fragen wir uns, ob Dr. Casey seine Geheimnisse gelüftet hätte, falls er mehr Zeit gehabt hätte. Wir werden seine Forschungsarbeit fortsetzen. Ein historischer Fund für die Menschheit. Gute Arbeit, Shepard. Tja, okay. Also viel mehr Informationen haben wir da jetzt auch nicht rausbekommen. Schade eigentlich. Hätte gern gewusst, was dieses Ding ist, aber da sind wohl auch die Wissenschaftler überfragt. Na gut, das war's mit dem Feuergänger-DLC. Ich hatte ein wenig Spaß damit, ging ja doch ein bisschen länger und war ziemlich cool, wie ich fand. War jetzt nicht so actionreich, aber war trotzdem ziemlich interessant, so geschichtlich gesehen. Fand ich echt okay. Kann man so machen als DLC. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal eben auf die schlaue Uhr. Schlaue Uhr sagt, es ist Zeit, um einen Cut zu machen, und dann mache ich das auch an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge wieder. Ciao!